Alarm hier irgendwie Feuersturm. Mal gucken. Einmal mal testen. Wie sicher sind. Ich meine, vielleicht brauche ich wirklich so ein paar andere Fähigkeiten, um nachher mal weiterzukommen. Alles klar, Daniel. Dann noch eine angenehme Nacht. Und dann love you, würde ich mal so behaupten, ne? Ich muss schon viel erzählen. Mensch. Was wäre das? Ein Feuerschlag? Und nicht schlecht eigentlich, ne? Und Feuer macht ja mehr Schaden. Logischerweise. Runde 2. Komm weg mit euch. Hey. Magie gestiegen, Abwehr gestiegen. Abwehr gut. Abwehr ist wirklich gut. Feuersturm auf Stufe 2. Finde ich gut. Jetzt wollte ich quasi mal 2500 Fähigkeiten, genau, Level, mal Erfahrungspunkte. Dann wäre ich auch gleich Level wie mit Ventus. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Und dass wir hier ein bisschen grinden müssen, dass ja, das ist ja klar. Das steht auf jeden Fall fest. Ich vermute mal, dass wir dann morgen auch nochmal eine Runde spielen. Aber Kingdom Hearts ein Game ist, wenn man mal nicht freien Tagen habe ich ja nicht so viel Zeit. Ich kann das zwar auch bis um 2 Uhr machen oder so, aber trotzdem. Wenn ich die Zeit berechne, ich möchte ja gucken, dass ich nicht immer alles mitschneide. Also was wie das jetzt hier, ich mache es jetzt zwar mit rein, aber im Großen und Ganzen, wenn es wirklich nur ums Gegrinde geht von den Leveln, dann wird das kaum was bringen. Dann würde ich ja, wenn dann quasi mehr am Grinden als ne, genau. Hätte ich drauf. Was? Bin ja mehr am Trainieren, am Grinden, als immer was anderes am Machen. Problem mit. Jetzt tu es. Bam. Das war's. Die Glut, aber. Hilf von mir. Au. So. Ja, rauchen schädlich. Aua, aua. So. 325 Münzen. Kann ich mir dafür nicht mehr was kaufen?
Und fertig kannst du zum Beispiel die Anzahl der Kombo-Schläge erhöhen. Ja, ganz geil. Gibt Fertigkeiten dazu, zum Beispiel das den Schaden bestimmter Angriffe erhöhen. Das wäre eigentlich ganz geil. Lass mal kurz gucken. Fertigkeiten? Nee, Quatsch, war es nicht, ne? Was hier? Kommando Fusion? Kommando 1. Wir haben dunkler Dunst, oder? Ja. Dazu? Ah, geht nicht. Gemein. Geh mal zurück, oder? Ja, Energiekristall. Oder? Ne, Kraftkristall. So, dazu nehme ich dann Schwert All. Oh, ne, Schwertwurf finde ich ganz gut. Schwertwurf. Und Eisra. Bosswurf. Aber das kenne ich ja dann schon, ne? Verfolgungsklinge. Okay, das wäre Quatsch. Was ist denn Immunität? Ich probiere die mal aus. Mein, why not? Kannst du nicht. Weber. Geh nochmal hier. Gar nicht verkehrt. Aber die Punkte war es gerade echt nicht wert auszugeben. Die 300. Das hat in meinen Augen nichts gebraucht. Eisklinge. Okay, werden das mehr, wenn die sich auflevelt? Ist ja ganz geil. Feuerstück auf 2, nice. Feuerstunde auf 3. Ja, man ist schon bei eher nicht frei, eher von Arsch. Das war Quatsch. Na egal. Aua. Au, hör auf damit. Geh weg, verzack. Ich denke, mein nächstes müsste eigentlich mein Angriff wieder erhöht werden oder mein Leben. Leben oder Angriff, glaube ich. Oder beides. Danach können wir nochmal gucken, ob wir dann nochmal zu dem Reanord und Vanitas geht.
Boss. Wenn du kommst, dass wir mal treffen. Jawohl. Wenn ich mir jetzt aufstelle, ist halt nur. Ob das Trainieren sich nicht vielleicht da beim Friedhof mehr lohnen würde von den Erfahrungspunkten her. Aber die waren halt so überdimensional stark, dass ich mir da halt so unsicher bin. Man kann sich sicher sein, dass hier geht schneller. Aber effektiver wäre, glaube ich, trotzdem, glaube ich, das andere. Man könnte mal probieren. Einfach weil, warum nicht? Dann tut's nicht. Go. Arena Schubanschick, yay, 7. Geh mal zurück. Dahin. Dann mal speichern, vielleicht zwischendurch wäre auch ganz cool. Speichern ist glaube ich immer gut. Auf. Ja. Ah, 16 Stunden Spielzeit geht noch. Da geht noch mehr. So, wo war denn das hier? Da oben, ne? Ja. Versuchen. Nee, warte, Vertretung. Einmal in die Richtung hier. Einmal in die Richtung. Oh, ist eine Kiste. Ach, sehe ich. Ja, okay, also XP-mäßig lohnt sich das hier um einiges mehr. Also wirklich um einiges. Hier kriege ich das 6 bis. Ich habe sogar 7-fache von einer Erfahrung.
Okay, ich glaube, ich mache so weiter. Ja, ich habe jetzt mit dem Kampf knappe 400 oder 500 Erfahrungen bekommen. Das lohnt sich halt echt schon um einiges mehr. Die Viecher mag ich nicht. Ich mag die Viecher gar nicht. So ganz und gar nicht. Oh Gott. Die Viecher sind, also die mit denen, die Blätter schießen. In meinen Augen eine reine Katastrophe. Ah, wie uncool. Einfach jetzt, wenn ich das Level up habe, nochmal probieren. Habe ich die Kiste jetzt hier schon genommen oder nicht? Ne, ne? Doch, habe ich. Doch, habe ich. Ich würde jetzt nach dem Level up gleich einfach mal eben probieren, ob ich jetzt, wie groß die Chance jetzt ist. Nämlich einmal mehr Defense, einmal mehr Angriff habe dann. Ich hätte schon beides, ne? Ja. Jetzt habe ich dann gleich nochmal ein drittes Level ab. Aber keine Gegner mehr. Gibt es jetzt keine Gegner mehr? Kommen die nicht wieder? Und das Gegner, die nicht wiederkommen? Wenn ich jetzt mal irgendwie neu lande hier, vielleicht? Ah, sind sie auch. Ich weiß nicht, ob ich mich besiegt habe mit dem. Und wie Daniel Punch schon sagte, der hat sich ja zu mir hinterteleportiert. Magie ist ja. Oh, die Magie. Egal, dann gehen wir halt nur mit verstärktem Angriff und verstärkter Verteidigung rein. Würde auch reichen. Jetzt ein bisschen.
Also, meine Kisten haben wir alle. Gehen wir mal speichern und schauen wir mal, würde ich sagen. Weil, warum nicht? So, haben wir speichern. Da. Dann gucken wir mal, wie es aussieht. So. Wir müssten ja die Sequenz eigentlich skippen können, rein theoretisch. Ja. Die drei Sequenzen, die vier Sequenzen und der Kampf. Sequenzen und der Kampf, okay. Too slow. Ich denke mal, gegen zwei zu kämpfen. Mir ist das auch gekommen, dass beide einen Lebensbalken haben. Ich habe auch versucht auszuweichen. Ich glaube, ich mache nochmal Level. Probier's dann nochmal. Aber zwei Level. Dass ich nochmal Angriff und Stärke beides mehr kriege und dann gehe ich da nochmal rein. Vielleicht klappt es dann besser. Mal gucken. So. Kann mal sehen. Bisschen Training und dann sollte es ja auch bald schaffbar sein. Wenn einmal Angriff mehr habe ich schon, mehr Defense habe ich, glaube ich, jetzt, glaube ich, auch gehabt. Jetzt mal bei welche Plus für mich hatte. Ich sag mal dann, oh, ich habe jetzt Level 1 oder 4. Nee, noch 1 oder 4 Erfahrungspunkte. Ich sag mal an sich. Kannst halt alle zwei Level probieren und wenn ich dann denke so, nee, dann lass ich's halt, ne? Möchte jetzt halt auch nicht, dass ich mich dann Ewigkeit nur mit diesem Endkampf aufhalte, dann gehe ich wieder ein bisschen trainieren. Dann hab's halt ein bisschen leicht, dann für mich nachher im Nachhinein zu ärgern. Dann investiere ich ja lieber nochmal so ein, zwei Stündchen mehr. Hab dann dafür einen leichteren Kampf.
Wollen wir jetzt schon auch gerne die Arena noch mal fertig machen möchte, irgendwann. Arena fertig machen ist aber dann noch mal so eine andere Liga. Der sinnfreie Grind? Naja, wenn du es halt nicht auf schwer spielst, ist es ja, dann hast du ja nicht so viel zu grinden. Und ich weiß nicht, ob ich das sinnfrei nennen würde. Ich bin mir sicher, aber du hast ja im Endeffekt auch nach der Story oder während der Story noch andere Ziele, außer nur stärker zu werden. Ich meine, du sammelst ja auch für stärkere Fähigkeiten, für die Waffen und so weiter und so fort, ne? So, sinnfrei? Weiß ich nicht. Würde ich so gar nicht sagen. Ja, ich meine, die Welt ist halt groß, aber nicht riesig. So, also du musst halt dann schon durch die stärkeren Regionen durchgehen. Also, du kennst mich ja, so mich stimmt es was weniger. Ich ziehe jetzt auch 3 Stunden locker durch oder so, kein Thema. Wenn ich jetzt sehe, dass ein Fortschritt da ist, dann ja. Sonst natürlich auch nicht. Ja, logisch. Aber wenn ich jetzt sehe, okay, ich werde stärker, dann nutze ich es auch. Oh, Attack ist gestiegen, sehr nice. So, ich habe ja mein Ziel und ich weiß, wo ich hin will und dann geht das auch. Aua. Immer Level up, ne? Üben wir nochmal, glaube ich. Ich würde halt niemals sagen, dass es sinnfrei ist. So, 39 geht auch voll klar. Ingrander, ja, ich weiß. Ich weiß, Daddy. Ist ja auch nichts Negatives. Man, jeder spielt auf seine eigene Art und Weise. Du. Würde ich immer mal sagen, wir gehen jetzt nochmal dahin und probieren es nochmal. Mit mehr Leben, mit mehr Verteidigung und mit mehr Angriff. Und wenn es dann auch immer noch nicht genügt, dann machen wir nochmal das gleiche. Dass wir mehr Leben, mehr Verteidigung und mehr Angriff haben werden. Dann gehen wir da wieder hin. Also im Endeffekt, es kommt immer ein Punkt, dann geht das. So, Kalle, ohne Infos ist es plus 5% oder weniger. Wenn richtig liegst, gebe ich dir einen Job. Ohne Infos. Oder weniger? Ich sage, es ist weniger als 5%. Glücksspiel ist nicht mein Ding, aber Dinge durch studieren. Dankeschön für den Sub. Hey, du hast jetzt ein Jahr. Geil. Hab nichts zu verlieren, stimmt. Um was ging's denn gerade? Too slow.
Armes. Ob ich schon mehr oder weniger 5% Gewinn beim Bitcoin habe. 4,4%. Okay, nice. Auch nicht schlecht. Die Frage ist, wer stärker ist. Wer noch stärker oder... Oder er? Ich hab das Gefühl, er ist stärker als Vanitas. Und er wird auch noch eine Menge Probleme machen. Und ich glaube auch immer noch, ich brauche noch 2 Level. Vielleicht. Ja, ich werde auch dauerhaft fast vorne sein. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal rübergehen müssen.